Allen herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich brauche definitiv Eisen. Oh, ich sollte so nicht rumlaufen. Stahlbarren. Wir nehmen mal 5. Oh, warte mal. Doch, wollte gerade sagen. Das ist unsere Festung. Aber unsere Festung ist jetzt immer noch da. Vielleicht, wenn wir dort geschlafen haben, ist die dann weg. Ich brauche noch eine gebogene. Das ist ganz schön schnell bei. So. Ich will das aber nicht schleifen. Ich würde das gerne verbessern. Naja, gut. Eins, zwei. Wir machen es jetzt erstmal so. Hufeisen. Und noch eins. Jetzt haben wir 4 Stück. Sehr schön. Das können wir einmal einschmelzen, dann haben wir nämlich unsere Utensilien wieder. Ein Geschenk überreichen. Hier die Pumps. Erträgst du jetzt nur die Pumps? Ah, nee. Dann hab lieber den Hut. Das finde ich schöner. Das steht hier besser. Abbauen. So, dann gehen wir einmal wieder zu dem. Und geben ihm einmal die 4 Hufeisen. Da bitte, 4 Stahlhufeisen. Du und ich, wir verschwinden. Schmied, hier ist deine Belohnung. Nur eine Notiz, kein Geld. Nur eine Notiz, also ehrlich. Das ist ein offizielles Dokument der Heimlich-Tour-Bande, das besagt, dass unsere Bruderschaft dir vertrauen kann. Du siehst zwar nicht danach aus, aber ich glaube, das liegt daran, dass du zu viel lächelst. Damit kannst du unseren Schlupfwinkel einigermaßen sicher betreten. Aber lies dir den Haftungsausschuss am Ende durch. Ich kann nicht für deine Sicherheit garantieren. Irgendwie beunruhigend, dass du das Wort einigermaßen in Anführungszeichen setzt, aber danke, würde ich sagen. Also gut, ich verrate dir noch ein Geheimnis, aber wehe, du erzählst es jemandem. Ich verspreche, dass es niemand erfährt. Dann pass gut auf, denn ich werde es nur einmal sagen. Wenn die Tür zur Höhle verschlossen ist, stecke einen unserer Heimlichringe in das Schlüsselloch. Es wird erkennen, dass du einer von uns bist und dich passieren lassen. Klingt fast wie Magie. Ist aber nichts anderes als clevere Technologie. Wir Heimlichtuer brauchen keine Magie, wir haben genug Gehirnschmalz. Schmied aus großer Kraft, Volk großer Heimlichtuerei. Dies ist eine große Ehre. Dieser Brief gewährt dir super geheimes Wissen. Du solltest die Tinte küssen, mit der er erfasst wurde, denn sie ist wohl das Coolste, was du je in den Händen gehalten hast. So funktioniert es. Zeig diesen Brief einem anderen Mitglied der Heimlich-Tour-Bande, das dir Probleme bereitet. Ich werde mit meinem Ring ein Zeichen hinterlassen, sodass sie wissen, dass das Schreiben echt ist und dich in Ruhe lassen. Nur zur einmaligen Verwendung, also nutze es klug. Man sieht sich. Oje. Die Frage, ob wir das mehrfach gebrauchen. Also benutzen könnten. Was haben wir hier? Teilseiten. Oh, perfekt, ein Blümchen, das brauchen wir. Eine Metallseite, drei Metallseiten.
4 Metallsaiten, 5 Metallsaiten. Das können wir aber nicht zufällig schon selber herstellen, oder? Die Metallsaiten. Nee. Und 2 Schrauben, 3 Schrauben. Eisenplatten. 3 Schrauben, 5 Metallseiten, 2 Eisenplatten und 4 Satz Nägel. Meint ihr, das kann ich mir so merken? Ich glaub's nicht. Ganz kurz, 5, 1, 2, 3, 4, 5 Metallseiten, 4 Nägel, 1 mal 2, ich das nicht sogar anpinnen? Einmal 2 Eisenplatte und 3 Bolzen. Oh je, ich sehe schon, wie ich das vollkommen vergesse. Okay, dann machen wir mal einen Stopp. Betreten. Ich glaube, einmal 2 war es gewesen. Eisenplatten. 1 mal 2. Eine brauche ich. Ach so, das ist ja richtig dämlich, was ich hier gerade gemacht habe. Vier Satz Nägel. Und dreimal das. Ich habe jetzt nichts mehr im Inventar, ne? 4 Satz Nägel. 4. 3, 6, 9, 12. 4 Satz Nägel, 3-mal Schrauben und Bolzen. 3-mal, also noch einmal das. Also wenn ich mir das wirklich alles zum Schluss gemerkt habe, ne? 2, 4, 6, 8-mal, dann die hier. 8-mal. 3-mal, ja genau. Glaube ich zumindest. 3, 6, 9, 12. 12 brauche ich poliert. Schleifen. So. Hier. Nägel, Nägel, Nägel. Vier. Nee. Das ist 3-mal. Das hier ist 4-mal. Für was habe ich das gebraucht? Das brauchte ich, glaube ich, so. Okay, doki. 5 abbauen. 5 Metallseilen. 5. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ich hätte irgendwas vergessen. Da müssten wir jetzt alle haben. F. 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 Ah, oh, wir brauchen 2 davon. Dann machen wir das schnell noch. Das lässt sich ja rucki-zucki machen.
Ich brauche noch einmal so eine Linksseite. Einmal zwei, die da. Fertig. Und einmal zurück. So, Musik wieder gerade lief. Das ist ja. Also ich lieb's. So. Tanzt da jetzt einfach nur dazu. Dafür bekommt man keine Belohnung, dass man das einmal repariert hat. Ich flippe ja aus. Ich habe gedacht, man kriegt irgendwas dafür. So irgendwie. Macht er, gell? Schöne Musik. Okay. Gut, haben wir halt jetzt gelöst. Ja, kriegen wir keine Belohnung. Kommt vielleicht noch. Das weiß ich jetzt nicht. Gehen wir mal noch in die andere Richtung. Ich will nämlich das einmal alles freischalten. Betreten. Da war gerade ein. Was? Hallo, ist alles in Ordnung? Irgendwas sagt mir, dass du ziemlich verärgert bist. Nein, es ist alles in Ordnung. Ob ich verärgert bin, ich muss ständig über meine köstliche Idee nachdenken. Dessert zum Frühstück: ein flacher Kuchen überzogen mit köstlich süßem Sirup in einer Pfanne mit zerlassener Butter. Wow, du machst mich hungrig. Es gibt nur ein Problem: ich muss beide Seiten bräunen, aber ich kann den Kuchen nicht mit dem Löffel umdrehen. Es ist erst zu rund. Ich brauche etwas Flaches und Breites und ich meine Idee hungern nach dem richtigen Kochwerkzeug. Dabei kann ich dir helfen. Ich komme wieder, wenn ich geschmiedet habe, was du brauchst. Ich glaube, wir haben das doch schon, oder? Ja, genau. Und hier ist er, dein Pfannenwender. Endlich komme ich in den Genuss meiner süßen, süßen Erfindung. Ich muss ihn sofort ausprobieren. Eine Runde Pfannkuchen auf dem Weg. Wenn du einen Energieschub brauchst, kannst du jederzeit vorbeikommen. Ach ja. Okay, doch. Okay. Da haben wir das jetzt schon gelöst. Gut, dass wir sowas vorhanden haben, ne? Was war hier das Problem? Ach so. Wo könnten sie sein? So, es kostet mich jetzt zum Glück keine Energie. Und da ich jetzt weiß, wo wir hin müssen, möchte ich sehr gerne erstmal hier alles frei machen, soweit wie es geht. Abbrechen. Gut. Ja, da haben wir jetzt noch hier. Ort betreten. Hallo, ich suche nach jemandem namens Opal. Du suchst nach Opal? Puh, wie Glück. Wie meinst du das? Opal ist unser Anführer. Er wohnt hoch oben in den Bergen und für Leute wie dich wird er nicht in Zahl kommen. Wie unhöflich. Wie kann ich ihn denn dann besuchen? Er hat mir. Der Aufzug im Berg ist der einzige Weg nach oben, aber für dich wird er nicht nach unten fahren. Aber halt mir diesen Brief, gehört zu. Selbst wenn der Aufzug herunterkommen würde, dürftest du nicht betreten. Nur Bergleiter dürfen mit dem Aufzug fahren. Gib's einfach auf. Sir, Ma'am, hallo Rubin, wie läuft es mit dem Wachdienst? Hervorragend, Sir, ich habe diesen neuen Bürgerlichen abgewiesen, der behauptet, er müsse sie sehen. Ich hatte mir schon gedacht, dass du heute hier eintreffen würdest, Schmied. Darum bin ich heruntergekommen, nur um auf dich zu warten. Perfektes Timing. Der Kronleuchter, den
du für Feldspat gemacht hast, sehr beeindruckend. Ich fühlte mich an die legendären Vertreter deines Handwerks erinnert. Vielen Dank, es war eine ziemliche Herausforderung, aber ich bin über das Ergebnis sehr froh. Froh ja, aber hoffentlich nicht zufrieden. Hier in Malima geben wir uns nie mit etwas zufrieden. Wir streben immer danach, besser zu sein. Oh, ist auch nicht so eine gesunde Eigenschaft, ne? Und darum haben wir ein gemeinsames Ziel. Ich habe gehört, du willst Meisterschmied werden und ich will meisterhaft angefertigte Ware. Ich kann dir finanzielle Sicherheit bieten, ich werde deine Bemühungen finanzieren und dir sogar beim Wiederaufbau von Stahl helfen. Das ist sehr großzügig, aber wo ist der Haken? Der Haken? Nein, hier gibt es keinen Haken. Ich verlange nur, dass du dir meine Unterstützung verdienst, indem du beweist, dass du der beste Schmied bist. Ich werde dir den Job nicht aufgrund von Gerüchten geben. Und wie kann ich dir das beweisen? Ich habe mich an der Tradition orientiert und die Feuerprobe der Handwerker wieder neu ins Leben gerufen. Was ist das? Es ist eine uralte Tradition hier auf Elaine, eine Möglichkeit, ein Können durch eine Reihe von Herausforderungen zu beweisen, in der Hoffnung, die Meisterwürde zu erlangen. Dafür musst du die Insel bereisen und jedes Dorf besuchen. Dort wirst du speziell für dich erdachte Prüfungen absolvieren. Wenn du sie bestehst, erhältst du das Siegel des Dorfes. Bring mir alle Siegel und du hast dich als würdig erwiesen. Ich werde deine kreativen Bemühungen auf Elaine finanzieren. Du wirst das Oberhaupt von Stahl werden. Alles wird gut. Abgemacht, bin dabei. Gut. Da du Myrte bereits getroffen hast, lautet deine erste Aufgabe, Falk zu suchen. Er ist das Oberhaupt des Jägerdorfes. Um ihn zu finden, musst du nach Fox reisen, östlich von hier. Vielen Dank für diese großartige Gelegenheit. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das hoffe ich sehr. Viel Glück, Schmied. Und er fährt wieder hoch. Ein Antrag, der nie kommen wird. Du brauchst Hilfe. Ich bezweifle, dass du mir helfen kannst. Ich will meinem Freund einen Heiratsantrag machen, aber ich kann nirgends einen anständigen Verlobungsring finden. Seit der letzte Schmied verschwunden ist, gibt es nur noch rostige Rohre, umwickelt mit alten Löffeln. Aber ich suche etwas, das das Ausmaß meiner unendlichen Liebe ausdrückt. Ein Löffel wird dafür nicht ausreichen. Mein Glückwunsch, Liebe ist etwas Zauberhaftes. Vielleicht kann ich dir helfen, schließlich bin ich Schmied. Unglaublich, wenn du mir einen Ring mit einer Fassung für diesen Edelstein schmieden kannst, bin ich dir ewig auf Dank verpflichtet. Zu einem anständigen Ring wird er sicher ja sagen. Wie heißt du überhaupt? Mein Name ist Sanexa. Ich werde bald mit deinem Verlobungsring zurück sein. Okay. Haben wir da auch gleich die. Na gut, das ist ja easy. Mit Silber, ja, also mit. Ja, komm, mach das jetzt hier weg. Stahlerze, mechanisches Herz. Liebesstein. Aber sonst kann ich hier mit niemandem reden, ne? Doch hier. Hallo, was schaust du dir an? Ich schaue auf das Wasser. Ich versuche mich auf meinen nächsten Sprung vorzubereiten. Wie meinst du das? Ich tauche für mein Leben gern ganz in eiskaltes Wasser ein und versuche so lange wie möglich dort drin zu bleiben. Es macht den Kopf rein, verjüngt den Körper. Das klingt interessant, kann ich das auch mal probieren? Vielleicht, wie heißt du? Sanexa. Guter Name. Sanexa, ich bin Brocken. Versuch's einfach mal. Das Ziel besteht. Alexa aus. Ist ja einfach die Alexa angegangen. Ich denke, was babbelt da im Hintergrund? Okay, wir ignorieren mal, dass sie jetzt hier gerade reagiert hat, ne? Ich habe es Alexa gesagt, wahrscheinlich hat sie ja Alexa verstanden. Kann alles sein. Na gut, okay. Das Ziel besteht darin, am längsten im Wasser zu bleiben. Hm, 3,2 Sekunden. Das war nicht gerade beeindruckend. Schmidt versucht, dich zu verbessern. Und wie verbessere ich mich? Hm, das war nicht gerade beeindruckend. Versuch dich zu bessern. Warte mal. Muss ich denn schon irgendwas drücken? Ach so. Ich muss das so oft drücken, wie auch nur geht. Kriegen wir doch hin.
Verstehe, man muss das Spiel ja auch erstmal verstehen. Es wird immer schwieriger. Oh Gott. Du machst das richtig gut. Hier, das hast du dir verdient. Eine Blume? Eine wirklich hübsche Blume, die ich hoch oben in den Bergen gepflückt habe. Ein toller Preis. Sie ist wirklich hübsch, danke. Du kannst jederzeit zum Tauchen vorbeikommen. Jedes Mal, wenn du dich gut machst, gibt es eine Belohnung. Und wenn du mich beeindruckst, habe ich etwas für dich, das dir sehr nützlich sein könnte. Klingt interessant. Ich sage es dir, wenn du rauskommst. Ich bin schließlich der Experte. Können wir jetzt gleich nochmal? Wir machen das jetzt gleich nochmal. Was 23 Sekunden hatten wir vor, ne? Brauchen wir mal mindestens wieder 23 Sekunden. So, es muss auf jeden Fall länger dauern. Meine Finger werden taub. Oh, da soll mich doch. Du machst das wirklich gut. Wer bist du? Ich könnte schwören, dass ich mich schon vorgestellt habe. Ich bin Sanexa. Nein, nein, nein. Ich rede nicht von deinem Namen. In all den Jahren, in denen ich hier bin, hat es niemand geschafft, mich auch nur ansatzweise zu übertreffen. Und dann kommst du hier an und schaffst es zweimal. Also sag mir. Naja, ich bin der Schmied vom Beruf. Ich bin vor kurzem nach Elend gekommen, um ein legendärer Handwerker zu werden. Außerdem arbeite ich zusammen mit Tristan daran, Stahl wieder aufzubauen. Man könnte sagen, dass ich mit Begeisterung bei der Sache bin. Ach, tatsächlich. Ich glaube, du hast eine glänzende Zukunft vor dir. Schmied, ich werde dich im Auge behalten. Und falls du je Hilfe eines großen Sammlers benötigst, baue mir eine Hütte und ich ziehe sofort um. Vielen Dank für dein Hilfsangebot. Ich bin wirklich froh, dass wir uns kennengelernt haben. Gute Reise, bis zum nächsten Mal. Können wir da jetzt nochmal rein? Ja, wahrscheinlich. Wir beenden jetzt aber erstmal die Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall mal ein Däumchen nach oben da. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Tschüssi.